Spielekatalog. So nennt Sony PlayStation diese Spiele, die monatlich einmal neu angekündigt werden und dann auch knapp eine Woche später in das Abo kommen. Und zwar in das PlayStation Plus Abo für Extra und die Premium-Stufe. Das heißt, alle diese Spiele könnt ihr natürlich runterladen auf eure Konsole, aber für alle Premium-Abonnenten besteht zusätzlich noch die Möglichkeit, diese Spiele via Cloud Gaming zu spielen. Auch in diesem Monat gibt es wieder neue Spiele. Ich stelle euch die alle vor und gebe auch mal ein paar Infos dazu, ob die nun via Cloud spielbar sind und nicht. Und kleiner Spoiler, bei einem bin ich mir unsicher, bei allen anderen, die sind dabei. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich bin Helmut, willkommen bei Beautiful People, dem Cloud Gaming Kanal. Was ich ganz vergessen habe im Intro zu sagen, all die Spiele, die ich euch jetzt vorstelle, sind ab dem 18. Juli verfügbar, meistens gegen 12 Uhr. Und los geht's jetzt mit dem ersten neuen Spiel im Juli, und zwar ist es It Takes Two. Begebt euch auf die verrückteste Reise eures Lebens in It Takes Two, einem genreübergreifenden Plattformabenteuer, das ausschließlich für den Koop-Modus entwickelt wurde. Ladet einen Freund mit dem Friends Pass kostenlos zur Teilnahme ein und arbeitet gemeinsam an einer Vielzahl unterhaltsamer Gameplay-Herausforderungen. Spielt als das streitende Paar Cody und May, zwei Menschen, die durch einen Zauberspruch in Puppen verwandelt wurden. Gemeinsam sind sie in einer fantastischen Welt gefangen, in der sich hinter jeder Ecke das Unvorhersehbare versteckt, und stehen dann auch widerwillig vor der Herausforderung, ihre zerbrochene Beziehung zu retten. Meistere einzigartige und vernetzte Charakterfähigkeiten in jedem neuen Level, helft euch gegenseitig bei der Überwindung einer Fülle unerwarteter Hindernisse und lachender Momente. Tretet auf die pelzigen Schwänze von Gangster-Eichhörnchen, steuert Unterhosen, legt in einem lebhaften Nachtclub auf und fahrt mit dem Bob durch eine magische Schneekugel. Erlebt einfach eine herzliche und urkomische Geschichte, in der Erzählung und Gameplay zu einem einzigartigen metaphorischen Erlebnis verwoben sind. Und Mann, klingt das gut. Jetzt der kleine Downer. Es gibt die Information auf der Seite des PlayStation Blogs, dass It Takes Two als reiner Download-Titel auf PlayStation Plus verfügbar sein wird. Das heißt, vermutlich, so interpretiere ich das, kommen wir hier Cloud-Freunde nicht zum Zug. Ich werde das aber am 18. Juli nochmal überprüfen. Sniper Elite 5, der neueste Teil der preisgekrönten Serie, bietet beispiellose Scharfschützen, taktische Third-Person-Kämpfe und eine verbesserte Kill-Cam. Kämpft euch durch die bisher eindringlichsten Karten mit vielen realen Orten, die mit atemberaubender Detailgenauigkeit erfasst wurden, und einem verbesserten Durchquerungssystem, mit dem ihr mehr davon als je zuvor erkunden könnt. Bringt eure Fähigkeiten online zum Einsatz, indem ihr in die Kampagne eines anderen Spielers eindringt, nehmt an Online-Wettkämpfen mit 16 Spielern teil oder genießt den kooperativen Überlebensmodus für 4 Spieler. Mit SnowRunner sitzt ihr am Steuer leistungsstarker Fahrzeuge, während ihr mit der fortschrittlichsten Geländesimulation aller Zeiten extreme offene Umgebungen erobert. Fahrt 40 Fahrzeuge von Marken wie Ford, Chevrolet und Freightliner und hinterlasst eure Spuren in einer ungezähmten offenen Welt. Fahrt alleine oder spielt mit anderen Spielern im 4-Spieler-Koop-Modus. Überwindet Schlamm, reißende Gewässer, Schnee und zugefrorene Seen, während ihr gefährliche Aufträge und Missionen annimmt. Erweitert und individualisiert eure Flotte mit zahlreichen Upgrades und Zubehörteilen, darunter einem Auspuffschnorchel für schwere Gewässer oder Kettenreifen für den Kampf gegen den Schnee. Und wieder stehe ich vor der Frage, heißt es World War Z oder heißt es World War Z? Wie auch immer, es ist ein atemberaubender Koop-Third-Person-Shooter für bis zu 4 Spieler mit Schwärmen von Hunderten von Zombies. Schaltet mächtige Waffen-Upgrades und Charakterklassen der Stufe 6 frei, um größere Herausforderungen anzunehmen. Überlebt den kooperativen, geschichtegetriebenen Kampagnen auf der ganzen Welt, während einzigartige Gruppen eure Geschichten über Beharrlichkeit erzählen. Alternativ könnt ihr in intensiven Spieler gegen Spieler gegen Zombies-Spielmodi mit anderen Spielern ums Überleben kämpfen. Das waren jetzt ganz schön viele Spieler und Spieler. Trefft neue Verbündete und Feinde und findet Beute, während ihr die reichhaltige Cyberpunk-Welt des Action-Shooter-Rollenspiels The Ascent erkundet. Zielt tief oder hoch, wechselt die Waffe und rüstet euch mit tödlichen Geräten aus,
Geht in Deckung und nutzt die zerstörbaren Umgebungen zu eurem Vorteil und passt eure Taktik immer wieder an, wenn ihr neuen Feinden gegenübersteht. Passt euren Charakter mit Cyberware an, die zu eurem Spielstil passt. Spielt das gesamte Spiel alleine oder arbeitet mit bis zu 3 Freunden im lokalen oder Online-Koop-Modus zusammen. In Undertale entdeckt ihr eine reichhaltige RPG-Welt voller seltsamer und entzückender Charaktere, in der Gewalt nicht die einzige Antwort ist. Tanzt mit einem Schleim, streichelt einen Hund, flüstert einem Ritter euer Lieblingsgeheimnis zu oder ignoriert all das und lasst Zerstörung auf eure Feinde niederbrasseln. Ihr habt die Wahl, aber seid ihr entschlossen genug, euch durchzusetzen? SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated, so der vollständige Name des Kultklassikers, der ist nämlich zurück, originalgetreu, neu aufgelegt in schwammiger Pracht. Spielt als SpongeBob, Patrick und Sandy und nutzt eure einzigartigen Fähigkeiten, um dem bösen Plankton zu zeigen, dass sich Verbrechen nicht lohnt. Möchtet ihr Bikini Bottom mit euren mächtigen Seifenblasen vor vielen zügellosen Robotern retten? Natürlich tut ihr das! Möchtet ihr eure Kräfte in einem brandneuen Mehrspielermodus bündeln? Natürlich möchtet ihr das! Der Kampf ist eröffnet. Der brandneue Horde-Modus für bis zu 2 Spieler, online und offline, gehört ebenfalls dazu. Multiblood Type Lumina ist die neueste Ergänzung der Reihe von 2D-Kampfspielen, die auf dem visuellen Liebesroman Tsukihime basieren. Entdeckt eine völlig neue Multiblood-Welt von Drehbuchautorin Kinoko Nasu, basierend auf den Ereignissen von Tsukihime, einem Stück blauen Glasmond. Nutzt die charakteristische Multiblood-Mechanik sowie einige neue leistungsstarke Techniken mit einem völlig neuen, einfachen Steuerungssystem, das es sowohl erfahrenen Veteranen als auch neuen Spielern ermöglicht, die Welt von Multiblood in vollen Zügen zu genießen. Leckere Snacks, saubere Finger. Snacker, jetzt mit Durchblick. Egal ob Nüsse, M&Ms, Knickknacks oder ganz neu, die Snacker eigene Nussmischung mit Honigsalz Erdnuss. Ein echter Gamechanger. Jetzt 10% sparen mit dem Code ZWIEBAK. Snacker, leckere Snacks, saubere Finger. Erkundet, erschafft und überlebt in Dismantle, dieser isometrischen Apokalypse-Simulation, eine Welt voller abscheulicher Kreaturen. Enthüllt Geheimnisse und löst Rätsel, während ihr die offene Welt erkundet, baut Außenposten, um eure Präsenz zu etablieren und erobert die Insel Gebiet für Gebiet zurück, während ihr aus Ressourcen Werkzeuge und Waffen herstellt. Überlebt, gedeiht und findet einen Weg zur Flucht. Circus Electric kombiniert fesselnde storybasierte RPG-Taktiken und Zirkusmanagement mit einem Steampunk-Touch. What the hell? Als sich alltägliche Londoner auf mysteriöse Weise in bösartige Killer verwandeln, können nur die talentierten Künstler des Circus Electric die Stadt retten. Der größte Kampagnenmodus der Welt versetzt diese talentierten Individuen in taktische rundenbasierte Schlachten. Verrückte Bobbys, schlecht gewordene britische Matrosen, aggressive Posh-Girls und andere Archetypen der viktorianischen Ära stehen ihnen im Weg. Das innovative Devotion-Moralsystem von Circus Electric beeinflusst die Leistung der Charaktere nicht nur in Schlachten, sondern auch bei tatsächlichen Zirkusshows, die zwischen heldenhaften Streifzügen durch 6 weitläufige Bezirke pflichtbewusst gemanagt werden. Das klingt aber verrückt, Leute! Dynasty Warriors 9 erlebt den Nervenkitzel einer gegen Tausende wie nie zuvor in dieser Fortsetzung der Dynasty Warriors Reihe. Hackt und schlagt euch im alten China euren Weg über ein sich ständig veränderndes Schlachtfeld, während ihr das neue Musu-Aktionssystem verwendet, um Armeen auf einer riesigen, einzigartigen, offenen Weltkarte zu bekämpfen. Darüber hinaus vermischen sich die fesselnden Leben einer vielseitigen Schar von Offizieren in der weitläufigen Romance of Three Kingdoms Welt und ermöglichen es euch, völlig in die Fluten der Geschichte einzutauchen. Samurai Warriors 5 stellt die Geschichte, die Charaktere und das Aktionssystem des allerersten Spiels der Serie neu dar, mit einem dynamischen und dennoch detaillierten Kunststil, der von japanischen Tuschemalereien inspiriert ist. Spielt im Mosu-Hauptmodus als Militärkommandeure Nobunaga Oda und Mitsuhide Akechi
und erlebt eure Geschichten während der Sengoku-Zeit. Im Zitadellen-Modus schützt ihr eure Basis, indem ihr euch entweder gegen entgegenkommende Feinde verteidigt oder sie besiegt, indem ihr Ressourcen sammelt, um die verschiedenen Gebäude im Menü Mein Schloss zu verbessern. Erlebt in My Little Pony, a Maritime Bay Adventure, lauter Abenteuer in Maritime Bay und natürlich auch darüber hinaus, während Earth Pony Sunny versucht, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, indem es den Maritime Bay Day veranstaltet, ein vergessenes Fest der Freundschaft und Magie. Schaltet Pony-Fähigkeiten und Zubehör wie Kleidung, Handtaschen und magische Fähigkeiten frei und nutzt eure Magie, um Modenschauen zu veranstalten, niedliche Tiere zu finden, mit den Pengasi zu fliegen und mehr. Ladet einen anderen Spieler zu Mehrspieler-Minispielen wie einer Modenschau, einer Hasenherde und mehr ein. Ein super kindgerechtes Spiel, wie ich finde. Setzt euch in Fast and Furious Spy Racers Rise of Shifter hinter das Steuer all eurer Lieblingsfahrzeuge von Spy Racers und zeigt der kriminellen Organisation Shifter, dass ihr nicht verloren habt. Ihr müsst euren Verstand, eure Geschwindigkeit und geheime Abkürzungen nutzen, die in den Levels versteckt sind, um voranzukommen und den Sieg zu erringen. Aber das ist noch nicht alles. Euer Auto ist mit Spionagegeräten ausgestattet, die euch dabei helfen, eure Rivale mit Kompressoren zu überholen, sie mit Paintballkugeln zu blenden oder die einzigartigen Spionagefähigkeiten eures Charakters zu nutzen, um sich durch die Meute zu drängen. Erlebt in Monster Jam Steel Titans das komplette Monster Jam-Erlebnis mit allen Trucks, Stunts, Stadien, Rennen und gewaltiger Luft in einem Spiel. Tretet gegen 25 der beliebtesten Trucks an, darunter Grave Digger und Max D, und spielt dann in verschiedenen Spielmodi, darunter Stadion und Autorennen, verschiedene Stunt-Herausforderungen und Zerstörungsmodi. Und für alle Premium-Abonnenten von PlayStation Plus gibt es auch im Bereich Klassiker noch neue Spiele. Zum einen Gravity Crash Portable. Retro-Spaß trifft auf futuristischen Nervenkitzel im PSP-Weltraum-Shooter Gravity Crash Portable, der jetzt im Up-Rendering, Zurückspulen, Schnellspeichern und benutzerdefinierte Videofilter erweitert wurde. Schießt in Sternenmissionen voller Wurmlöcher, Laserstrahlen und erstaunliche Explosionen außerirdische über 30 feindliche Planeten. Das Fahrzeugkampfspiel kehrt zurück. Erlebt Twisted Metal, ursprünglich auf der PS1 veröffentlicht, jetzt erweitert durch Uprendering, Zurückspulen, Schnellspeichern und benutzerdefinierte Videofilter. Überlistet, überholt und übertrefft bis zu 8 andere Fahrzeuge, um als letztes zu überleben, indem ihr irgendwo hinfahrt und Maschinengewehre, Wärmesuchraketen und mehr einsetzt. Tretet in einem lokalen Zweispielermodus mit geteiltem Bildschirm gegen einen Freund an und habt Spaß. Und auch der zweite Teil von Twisted Metal ist mit am Start. In dieser Fortsetzung erwartet euch intelligentere, tödlichere und tiefere Schlachten in der Welt der Fahrzeugkämpfe, wobei die PS1-Version um Uprendering, Zurückspulen, Schnellspeichern und benutzerdefinierte Videofilter erweitert wurde. Ihr kennt das Spiel. Meistert Kombos und fortgeschrittene Angriffe, um die Konkurrenz aus dem Weg zu räumen, und nutzt Spezialwaffen, um das letzte Fahrzeug auf der Straße zu sein. Zweispielerkämpfe kehren zurück, während die Schlachtfelder des Spiels jetzt reich an versteckten Bereichen, Mystery-Karten, Teleportern und Geheimgängen sind. So, eins kann man auf jeden Fall sagen, PlayStation macht keine Sommerpause. Nein, die Spiele haben ebenfalls genau wieder das Niveau wie in den Monaten zuvor. Sowohl von der Anzahl auch als von der Qualität. Ich glaube, das war jetzt grammatikalisch nicht ganz richtig. Ihr wisst, was ich meine. Das Entscheidende ist hier dabei, na, es ist jetzt nicht so der allerneueste Scheiß dabei, aber es sind geile Spiele. Sniper Elite 5, woo, It Takes Two, war ja nicht umsonst das Spiel des Jahres. Ich glaube, 22 oder 21, bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall also was richtig Gutes dabei. Was ist euer Highlight? Sagt es mir bitte. Und habt ihr überhaupt PlayStation Plus Premium oder extra abonniert? Schreibt mir bitte auch das mal in den Kommentaren, weil viele haben ja mindestens Essential abonniert, damit sie halt online zocken können und damit die 3-monatlichen Spiele dazukommen, die man sich auch runterladen kann. Aber ich bin der Meinung, Premium hat durchaus seinen Wert, wenn man es im Angebot schießt vor allen Dingen. Und alle einem halben Jahr gibt es dazu ein gutes Angebot. Verfolgt also gerne auch meine Infokanäle auf allen möglichen Plattformen. Twitter, Threads, Mastodon, Instagram und natürlich auch die YouTube-Beiträge nicht zu vergessen. Also checkt auch immer schön euren Abo-Feed. Ich glaube, so viel Werbung für mich und meinen Inhalt habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Vielen lieben Dank, dass ihr jetzt immer noch dabei wart. Also hoffe ich doch zumindest.
Ich wünsche euch ein wunderschön heißes Sommerwochenende. Genießt den Sommer. Ich liebe den Sommer. Und bald habe auch ich Urlaub. Ich freue mich drauf. Also dann, bis bald. Ahoi. Ciao. Achso, ich wollte ja gehen. Ihr wisst ja, ich bin immer für Spielereien zu haben, aber ich glaube, ich springe hier heute einfach. Dieses Video ist eine Produktion der Moodiful People Content Creation. Produziert mit Liebe und Leidenschaft, eigenem Equipment und Kollegen. Muss ich auch noch was zu sagen? Dresden, Lübeck. Musik von Deichkind und Geek Music. Zwieback.